Moin, super Mario, los. Mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Wir sind gerade live im Stream und wir spielen das Tutorial zu Battle Ride Royale. Das ist die letzte Beta vor der Vollversion, beziehungsweise vor dem Early Access. Und ja, ich bin mal gespannt auf das wunderschöne Tutorial. Das habe ich letztes Mal nicht gespielt. Ich habe die Beta schon gespielt übrigens. So. Man stürzt ab. So sieht es aus, wenn man landet. Eigentlich recht cool. Hear the crowd. Mit WASD kann man natürlich gehen. Mit der Maus kann man sich drehen und ja, in die Richtung gucken, in die man möchte. In Gräsern kann man sich tarnen, da wird man unsichtbar. Rechts oben haben wir die Minimap, die können wir auch mit Tab öffnen. Genau. Wenn wir die linke Maustaste drücken, können wir schießen. Wir können sie entweder gedrückt halten oder einzeln drücken. Das ist gar kein Problem. Genau. Hier haben wir Loot Orbs. Das sind quasi die Kisten. Die können wir öffnen, indem wir einfach dagegen schießen. Jetzt haben wir eine rechte Maus-Button-Fähigkeit gefunden. Wie ihr unten seht, fehlen uns hier noch 4 Fähigkeiten. Und 3 haben wir bereits. Also diese hier, meinen Linksklick. Den Rechtsklick haben wir gerade gefunden. Den können wir jetzt mal einsetzen. Der sieht dann so aus. Und natürlich haben wir die Ultimate. Die füllt sich nacheinander auf. Also hier müssen 4 Balken quasi voll sein. Und dann kann man die Ultimate benutzen. So, und die Leiste füllt sich quasi, wenn man Schaden austeilt. Einfach kämpfen. Und ja, genau. Jetzt haben wir den Spacebar. Das ist quasi die Leertaste. Wenn ich die drücke, dann können wir sogar hier durchgehen. Ne? Wenn ich jetzt nochmal Leertaste drücke, kann ich mich sogar nochmal bewegen. Die Leertaste ist meistens der Escape oder Engage von den Helden. Oh Gott. So. Gehen wir mal weiter. Könnten zwar jetzt hier... Ach ja, genau. Jetzt seht ihr hier auf der Karte den Vortex. Das hier ist die Grenze quasi. Der wird mich jetzt einholen. Das ist quasi die Zone, die immer kleiner wird. Also hier das Weiß ist quasi die Grenze und alles, was nachher so grün-türkis wird, ist quasi dann schon der, ist quasi dann schon die Zone, die immer kleiner wird. Genau, wir haben ein Item gefunden. Wir können 4 Gegenstände tragen, also Equipments, Waffen und Ringe und Amulette und sowas. Wir können 3 Consumables tragen, also Heiltränke und sonst was alles. Was ist das denn für einer? Hallo. Okay. Ja, und diese ganzen Sachen findet man halt hier. Also wir können quasi looten. Fähigkeiten, das ist das hier, das ist zum Beispiel meine Q-Fähigkeit. Da kann ich jetzt einen Regen aus Pfeilen machen, der sieht dann so aus. Gold können wir finden. Mit Gold können wir beim Vendor etwas kaufen. Das ist quasi ein Händler, der uns verschiedene Items zur Verfügung stellt. Ja. Dann gehen wir einfach mal... Wow! Oh, ein anderer Champion ist da. Da ist er, der Ashka. Eieieiei. Gehittet. Sehr gut. Oh, der gibt uns eine blaue Fähigkeit. Wir sehen, es gibt verschiedene Fähigkeiten-Typen. Also grün, blau, lila und orange. Das sind quasi die Seltenheitsstufen Common, Rare, Epic und Legendary. Und wenn man was Besseres aufsammelt als das, was man schon hat, dann wechselt der das automatisch. Also ich hatte jetzt eine grüne Space-Fähigkeit, also meine Leertastenfähigkeit, die wurde dann hier durch eine blaue ersetzt. Das erkennt ihr an dem blauen Punkt dann da unten. Jetzt sehen wir auch hier gut die Zone kommen. Das ist alles, was hier türkis wird. Und die wird sich bis zu dieser Grenze hier oben annähern. So. Genau. Wenn ich 100% Energie habe, dann kann ich mit F meine Ultimate machen. Sieht dann so aus. Stunt die Gegner auch wunderbar. Aua. So, das hier sind besondere Gegenstände. Die kann ich anlocken, indem ich daneben stehen bleibe. So, okay. Jetzt haben wir einen Healing Potion. Den können wir benutzen, indem wir einfach auf 1 drücken und dann einfach warten. Und in der Zeit wird er sich heilen. Damit die Wirkung in Kraft tritt, muss man auch den ganzen Trank getrunken haben. Also der heilt nicht über Zeit oder so.
So, hier ist jetzt der Vendor, das ist der Händler. Bei dem kann man Sachen shoppen, indem man einfach neben ihm stehen bleibt. Und dann kann er uns zum Beispiel eine Bärenfalle verkaufen und ein paar Heiltränke hier, sogar eine neue Brustrüstung für 360 Gold. So, die Bärenfalle ist quasi meine E-Fähigkeit, die kann ich einfach da hinwerfen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, erst bis dann. Oh. Sehr gut. Den haben wir erwischt. Wir sind Nummer 1 Champion Royal. Ja, ich denke, das war das Tutorial. Da habt ihr mal gesehen, wie das Game quasi funktioniert. Im Prinzip ist es auch nicht mehr. Also die Items muss man natürlich kennenlernen, die Helden muss man kennenlernen, das ist ganz klar. Die sind auch anders als in dem originalen Arena-Modus, weil auf ja, bei Battle Royale muss man einfach andere Fähigkeiten haben. Da kann man zum Beispiel nicht als Supporter rumlaufen und einfach nur Leute totheilen, das geht natürlich nicht. Deswegen wurden die Helden alle überarbeitet. Aktuell gibt es die ganzen Helden hier. Ich glaube, ein paar fehlen noch. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, wenn wir zocken. Ich wünsche euch was. Stay Pam, tschüss!